Hallo meine Lieben zu einer neuen Rezension. Heute gibt es etwas verspätet, denn ich habe tatsächlich vergessen, das zu rezensieren. Ist mir gerade siebenteils eingefallen. Und zwar die Elbenthal-Saga Teil 2, Der schwarze Prinz. Geschrieben von Ivo Pala, aus dem Sauerländer Verlag erschienen. Das Buch kostet 19,95 Euro. Und hat ohne Danksagung 382 Seiten. Einmal dazu und dann kommt da quasi gleich noch dazu das Hörbuch. Die ist jetzt gerade leer, denn ich höre es gerade mal wieder nochmal. Und zwar ist das gelesen von Thorsten Michaelis und hat 7 CDs. Ist eine gekürzte Lesung, aber nur leicht. Also ich habe jetzt nicht so viel verpasst, finde ich. Es hat ungefähr 520 Minuten und ja, ist eben von Thorsten Michaelis gelesen, wie auch schon der erste Teil, also die Hüterin Midgards, ja, die Hüterin Midgards, und er liest ja wirklich genial. Das Hörbuch, glaube ich, kostet 24,95, wenn ich mich nicht täusche. Ich werde es euch auf jeden Fall in die Infobox verlinken. Ja, ich stelle es, oder ich, nein, so seht ihr mich nicht, ne? So, wir machen es nebenan. Wie ihr sehen könnt, ich bin immer noch oder wieder in dem anderen Hintergrund. Ich bin momentan wieder ein bisschen am Ausprobieren und ich finde es in meinem Sitzsack hier wahnsinnig gemütlich. Und deswegen, ja, ich werde das Buch hier jetzt rezensieren. Zu dem Hörbuch werde ich euch auch gleich noch was sagen, aber zuerst einmal zum Buch. Der erste Teil, Die Hüterin Midgards, erschien ja letztes Jahr im März und ich habe mich ja total verliebt und auch Der schwarze Prinz ist wirklich wieder genial. Ich möchte bloß vorab sagen, ich werde das auch am Anfang des Videos nochmal hinschreiben, bitte, 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 guckt die Rezension nicht, wenn ihr den ersten Teil noch nicht gelesen habt. Ich werde euch den ersten Teil, die Rezension, in die Infobox verlinken, einfach nur nochmal zur... ja, zum Verstehen vielleicht, wenn es das auch schon ein bisschen länger her ist, seit ich den ersten Teil gelesen habe. Denn ich werde versuchen, nicht zu spoilern, aber ich glaube, dass es nicht ganz einfach wird und ich auch nicht drum rumkommen werde. Also, wie gesagt, bitte wegschalten, falls ihr den ersten Teil, Die Hüterin Midgards, noch nicht gelesen habt. Ja, in diesem Teil, im zweiten, geht es um die verborgenen Schwerter des Schicksals. Und zwar sind 3 der 5 gestohlen worden. Und Svenja, die Hüterin Midgards, muss herausfinden, wer sie gestohlen hat. Und ja, hier kommt dann auch wieder der schwarze Prinz, hat dieses Mal eine zentrale Rolle in diesem Buch. Deswegen auch der schwarze Prinz. Laurin. Genau, Laurin. Ich musste mich jetzt nochmal, ich habe es immer nicht mit den Namen, ich kann mir die nicht merken. Also, Laurin, der schwarze Prinz, ist auch bekannt aus dem ersten Teil. Und ja, er hat hier die zentrale Rolle eben um, ja, er ist so der Widersacher in diesem Buch von Svenja, denn auch er hat es anscheinend auf die Schwerter abgesehen und man vermunkelt und munkelt, dass vielleicht er sie hätte stehlen können. Und Svenja muss das natürlich herausfinden mit Hilfe der anderen, also ihrer Freundin Ir und dem, oh Gott, Hagen. Ich hab's nicht mit dem Namen, ist schlimm, ne? Und ja, und sie versucht natürlich die Schwerter zu finden und ob ihr das gelingt und ob sie sie in Sicherheit bringen kann, das solltet ihr natürlich selber herausfinden, indem ihr dieses wundervolle Buch lest. Das ist wieder von der Aufmachung wieder so schön wie der erste Teil, also so metallisch irgendwie das Cover. Es ist wieder die Story genial. Ja, ich... Es ist halt hier so, es gibt hier noch einen Fluch, der hat was mit der alten Welt, also mit Elbenthal und Arheim zu tun, also diesen schwelenden Streit, der hier vorherrscht. Und es ist spannend wieder und total lesenswert, das auf jeden Fall. Allerdings muss ich sagen, es hat mich ein bisschen getrübt. Also es hat mich nicht so überzeugt, so restlos überzeugt wie der erste Teil. Was aber eigentlich nur daran lag, dass zur Mitte des Buches, Seite
50, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, befindet sich Hagen und Svenja auf einer Schifffahrt. Also den Hintergrund wirst du selber rausfinden, ist klar, ich sage jetzt nicht zu viel, aber in diesen 50, 60, 70 Seiten wird die Geschichte quasi vorerzählt, also was früher passiert ist, wie das alles geschehen ist, wie die in den Untergrund unter Dresden kamen und diese ganze Vorgeschichte. Aber es ist teilweise ein bisschen trocken, möchte ich nicht sagen, aber es ist wahnsinnig viel, was auf einen eindrischt, sage ich mal, an Informationen. Also man kann sich nicht alles merken, oder ich zumindest konnte mir nicht alles merken. Mein Freund hat ja das Hörbuch gehört, auch der hat gesagt, der Mittelteil ist ein bisschen langgezogen. Die Vorgeschichte ist schon interessant, auch hier diese ganzen Begebenheiten. Es war interessant, aber es war irgendwie ein bisschen langatmig, was die Freude in diesem Buch ein klitzekleines bisschen geschmälert hat. Also nach diesem Teil ist es wieder grandios, auch davor ist es wieder grandios, auch die Geschichte, die eben diesen alten Fluch ja, beinhaltet, der Ahain und hier, lasst mich gucken, Emmental, warum dieser Krieg herrscht, dieser Unterschwellige, und es war wahnsinnig spannend. Und ich freue mich auch total auf den dritten Teil. Also das möchte ich überhaupt nicht sagen. Auch da wetze ich schon mit den Hufen und aber wie gesagt, dieser Mittelteil mit der Vorgeschichte, es hat mich ein bisschen, ein klitzekleines bisschen, war es ein bisschen langatmig. Aber wie gesagt, es ist kein großer Minuspunkt. Also da ziehe ich vielleicht einen halben Punkt ab von 5. Also da möchte ich gar nichts Negatives, so sehr Negatives sagen. Es war halt ungewohnt, weil der erste Teil, der ging halt ratzefatze und zack, bumm und hier und los und keine Ahnung, und da gab es keine große Verschnaufpause. Und das ist halt hier nicht. Oder schon, aber halt eben dieser Mittelteil. Gut. Bevor ich mich jetzt an diesem Mittelteil aufrege oder mich hier festquatsche in diesem Mittelteil, komme ich noch ganz kurz zum Hörbuch. Ivo hat ja dieses Buch geschrieben, Ivo Palla, und hat auch hier wieder Thorsten Michaelis als Sprecher gehabt. Der ist ja der Synchronsprecher von Sean Bean. Sean Bean kenne ich nicht, aber Wesley Snipes kenne ich. Und Thorsten Michaelis liest wahnsinnig intensiv. Also auch konnte ich bei diesem Hörbuch, wenn ich es abends gehört habe, zum eigentlich Einschlafen, konnte ich nicht einschlafen, weil es mich so gepackt hat. Also, es ist ganz schlimm. Der liest so wahnsinnig toll. So ging es mir ja beim ersten Teil schon. Und selbst wenn ich die CD schon zwei oder drei oder viermal gehört habe, weil ich das ab und zu mal brauche, einfach mal was zu hören, was ich schon gehört habe, konnte ich bei diesem Hörbuch immer nie einschlafen. Und ja, es ist toll, ich empfehle es euch, ihr kennt es sicher alle. Ich habe ja auch das erste Buch rezensiert, das ihr sicher gesehen habt, die Rezension. Wenn ich nicht, dann ist sie ja in der Infobox verlinkt. Ich möchte es euch unbedingt, unbedingt ans Herz legen. Für Fantasy-Fans ist es ein Muss, finde ich ein Muss. Es ist eine Zierde im Bücherregal, auch dieses Buch wieder, wie gesagt, mit diesem wunderschönen metallischen Einband. Es ist grandios, ich lese es sicher auch nochmal, und das Hörbuch höre ich sowieso die ganze Zeit. Und ja, falls ihr es schon gelesen habt, dann lasst mich das doch in den Kommentaren wissen. Oder ihr habt den ersten Teil gelesen, dann lasst mich das auch wissen, denn ich bin wirklich sehr gespannt, ob dieses Buch den Andrang findet, den es verdient hat. Denn ja, ich finde einfach, es ist grandios. Ivo Pala hat da wirklich was geschaffen. Und ich freue mich wahnsinnig auf den dritten Teil. Hoffe, euch konnte die Rezension irgendwie weiterhelfen. Und dann wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Tag und bis die Tage. Tschüss!